So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie viele es sich wahrscheinlich schon gewünscht haben oder beziehungsweise gefragt haben, wann kommt wieder der Fußballmanager? Und ja, hier ist er, aber leider das letzte Mal, weil es mir einfach nicht so Spaß machte, dieses Zeug aufzunehmen. Denn der Schnitt ist einfach die ganze Zeit gleich und man macht nichts anderes, als die ganze Zeit Anweisungen zu geben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache den Rest von der Saison einfach in einer Folge vereint, wie ich es euch schon gesagt habe. Gleich kommt erstmal ein Zusammenschnitt von Spieltag 14 bis 34, beziehungsweise 34 wurde irgendwie nicht angezeigt, weil da irgendein Spiel ausgefallen ist und das wurde auch nicht wiederholt. Und halt noch nebenbei diesen Pokal und die Aufstiegsspiele, beziehungsweise die Aufstiegsspiele am Ende der Folge mache ich dann mit euch live zusammen. Es kamen so viele Fragen rein, zum Beispiel beim FAQ kam die Frage, es kam in den letzten Videos haufenmal die Frage, wann wieder FM. Wie gesagt, hier das letzte Mal und ich hatte ja auch mit euch schon gesagt, ich mache noch diese Folge hier und dann werde ich mit den Neuzugängen, die ich hier getätigt habe, die werde ich bei FIFA reintun und dann starten wir die FIFA-Karriere, dass wir sozusagen mit FM von 4. in die 3. aufgestiegen sind und jetzt in FIFA mit der gleichen Mannschaft weitermachen. Bloß, dass wir kleine Veränderungen machen und es bleibt trotzdem eine Karriere. Ich ändere die Karriere auch einfach nur am Namen, weil es soll eine Karriere bleiben. Das ist mein Ziel dabei. Aber vielleicht hören es auch manche schon heraus. Ich kann nicht so lange, weil ich noch ein bisschen krank bin. Beziehungsweise gestern war es halt extrem schlimm und heute geht es halt wieder. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in die Zusammenfassungen. Spieltag 14 bis 34 und Pokal. Viel Spaß. Willkommen jetzt hier zurück. Ich mache es so ein kleiner Webcam-Ansicht. Ihr seht ja schon im Hintergrund die ganzen Spiele einfach zusammengefasst. Wir haben am 14. Spieltag gegen Nordhausen 4-0 gewonnen. Am Ende auch, ja, war eigentlich ein ganz easy Spiel. Das erste Spiel habe ich auch ein bisschen ausführlicher geschnitten. Die anderen kamen einfach so nach und nach und nach. Das zweite Spiel, ja, wie ihr es wahrscheinlich auch schon seht, gegen Viktoria Berlin haben wir im Endeffekt auch gewonnen. Auch wenn das ein bisschen knapper war, aber das war auch nicht schlimm. Das haben wir im Endeffekt 2-0 gewonnen. Ja, und hier nochmal die Tabelle. Wir sind Erster, schon mit 9 Punkten Abstand nach dem Spieltag. Dann, nächster Spieltag, haben wir gegen Adlinike gespielt. Gegen die spielen wir auch noch öfter in der Folge. Einmal noch im Pokal und einmal noch hier in der Liga nochmal dazu. Also im Endeffekt haben wir das Spiel noch heftig gedreht. Guckt euch das einfach mal an. Gerade führen wir 2-3. Keiner denkt sich was, ich war schneller. Und dann kommt innerhalb von einer halben Stunde steht's dann, ja, 2-6. Das ist einfach so heftig gewesen. Ja, und dann haben wir gegen Neugersdorf gespielt, der nächste Spieltag. Das ist einfach auch ganz schnell gemacht, haben wir 1-0, 2-0 geführt. Das war auch nichts Besonderes, war ein ganz normaler Pflichtauftakt, am Ende sogar 3-0. Im nächsten Spiel haben wir dann im Pokal gegen Wolfsburg gespielt und ich hatte da erst extrem schlechte Voraussichten, weil ihr seht schon, 2-0 habe ich hinten gelegen, 11. Minute, unser Stürmer hat sich verletzt, aber innerhalb von einer halben Stunde hat unsere Mannschaft dann wieder 2-2 gespielt und am Ende kam das 2-3, 10 Minuten vor Schluss und ich dachte mir so, ja, endlich, 2-3 durch Benjamin Förster. Dann haben wir gegen Neustrelitz gespielt, man möge denken, eigentlich auch ein Pflichtsieg. Aber ihr seht schon, ich musste in der Halbzeit viel wechseln, weil mir das 1-1 einfach nicht gefallen hat. Und ja, der Schiedsrichter ist auch schon genervt von mir, was öfters auch mal so war. Und es steht auf einmal 2-1 für Neustrelitz und ich bin so, was mache ich denn? Ich mache doch nichts falsch. Ich glaube, letzte Minute war das. Ich meine, schon letzte Minute, genau. Da kam das 2-2 da von uns durch Benjamin Förster, der sich im Vorspiel verletzt hat. Dann haben wir gegen Chemie Leipzig gespielt und da hatten wir auch 1-1. Und da war es wieder so, ja, 1-1 halt. Dann haben wir 3-0 gegen Bautzen gewonnen. Dann haben wir gegen Auerbach auch wieder geführt. Das war einfach ein extrem schweres Spiel. Und ja, 2-0 im Endeffekt gewonnen. Wir haben gegen Meuselwitz wieder 1-0 hinten gelegen. Da dachte ich mir immer so, what the fuck? Aber ihr seht es gleich schon, ich will euch ja nicht so viel spoilern. Aber ich muss euch das jetzt einfach spoilern, weil ich kann jetzt nicht 10 Minuten lang drum herum reden. Ja, am Ende ging es noch 1-1 aus und mal wieder durch letzte Minute. Jetzt haben wir in dem Pokal, wie ihr euch schon gesagt habt, gegen BFC Dynamo gespielt. Nächstes Spiel dann haben wir gegen Halberstadt gespielt. Und jetzt hat Dynamo sich die Rache gesetzt. 1-0 haben sie gegen uns gewonnen. Und jetzt spielen wir gegen den BAK. Das war auch ein knappes Spiel. Da lag 77 Minuten lang 0-0. Und dann kam auch unser bester Torschütze, glaube ich, Waldschmidt. Und dann der nächste Ligaspiel gegen Hertha 2, gegen die Bubis von Hertha, wie man auch so schön sagt. Wir liegen 1-0 vorne
Und ich glaube, da ist auch nichts mehr passiert, genau. Und dann lagen wir auf einmal 2-0 zurück gegen Lok Leipzig. Ich dachte, das wird die erste Saisonniederlage. Und das wurde sie dann auch. Dann haben wir gegen die Babelszwerge gespielt, gegen die Penner, 1-0-1. Dann kam das Halbfinale gegen Hamburg, haben wir natürlich auch gewonnen. Das war aber auch, haben wir glaube ich auch 1-0 hinten gelegen, 2-1 gewonnen. War alles sehr, sehr dramatisch. Aber im Endeffekt haben wir das Ding glaube ich sogar 3-1 gewonnen. Ja genau, 3-1 gewonnen. Und dann haben wir gegen Fürstenweiler gespielt, eigentlich auch ein Muss. Aber ich war, meine ich, zu dem Zeitpunkt schon durch mit der Liga. Aber es stand eh 2-0 für uns, also von daher nichts Schlimmes, wenn wir da nicht durchgekommen wären. Nächstes Spiel dann gegen Luckenwalde, eigentlich auch ein Pflichtsieg, wird im Endeffekt nur ein 1-1, weil ich die C-Mannschaft spielen lassen habe. Und dann haben wir Rückspiel gegen Nordhausen gehabt, auch gewonnen. Und dann gegen Alt-Lienicke, wie ich es euch schon gesagt habe, erst in der Liga 2-1, insgesamt ging es 3-2 aus. Und danach direkt das Finale, DFL Pokal Ost, haben wir auch gewonnen. Und jetzt kommen wir zu den zwei wichtigsten Spielen, und zwar zu den Aufstiegsspielen. Willkommen jetzt hier zurück in der Kommentatoren-Lounge. Ja, ich habe jetzt auch mal Facecam angeworfen, gerade hattet ihr ja nur das Mikrofon gehört. Und willkommen jetzt hier zum ersten Auftaktspiel bzw. ersten Aufstiegsspiel zwischen Energie Cottbus und Borussia Mönchengladbach. Und springen wir in die 16. Spielminute. Da kommt ein extrem langer Einwurf von Maximilian Zimmer. Und der kommt von der rechten Seite, Streli Mamba verlängert. Und Gianluca Waldschmidt ist ein Tick schneller als Oliver Stang, der Innenverteidiger. Und das Tor wird von ihm geschossen, natürlich von wem anders. Natürlich von Gianluca Waldschmidt, der den Torwart, ja, unerreichbar gegen den Innenpfosten schießt, den Ball. Und das ist damit sein erstes Tor in diesen Aufstiegsspielen. Der hat ja auch in der Liga, war er der beste Torschütze von Energie. Aber ich würde sagen, wir springen zur nächsten Aktion. Dann in der 27. Minute fällt das 2-0. Vorlage von Maximilian Zimmer, und wer ist es natürlich? War Gianluca Waldschmidt. Und springen wir in die 63. Minute, kurz nach einer Auswechslung. Will Lasse Schlüter in den Strafraum eindringen. Und da kommt Bamua Kasim Gala, der Links-Mittelfeldspieler, der gerade auch erst draufgekommen ist. Und tritt Schlüter mit den Beinen so hart um, es gibt Elfmeter, und Gianluca Waldschmidt verwandelt diesen zum 3-0. Drei Tore Gianluca Waldschmidt, drei Tore Energie. Und danach passiert einiges, denn ich habe das Spiel natürlich verschnellert. Es fällt das 4-0 durch, natürlich wie sonst Gianluca Waldschmidt, und das 5-0 durch Philipp Förster. Ja, erstes Tor in den Aufstiegsspielen. Und dann verkürzt auch noch Mönchengladbach auf 5-1, macht aber nicht viel aus. Wir springen weiter ins Rückspiel. Viel Spaß. So, willkommen zum Rückspiel jetzt in Mönchengladbach. Ja, gegen Energie, immer noch gegen Energie, ist ja klar, das Rückspiel. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren das heute nicht. Ich habe das anfangs wieder, glaube ich, verschnellert. Ich bin mir da gar nicht mal sicher. Und ja, genau, habe ich gemacht. Das 1-0 fällt durch Benjamin Förster. Da komme ich ja mittlerweile fast durcheinander. Dann das 1-1 durch Michael Cuissons, der ja auch in der ersten Mannschaft spielt. Wir müssten natürlich aufpassen, dass wir uns nicht noch empfangen. Aber da passiert das 2-1 für Mönchengladbach. Ging regelrecht viel zu schnell. Und dann natürlich in der 76. fällt auch noch das 3-1 für Mönchengladbach. Aber es war's. Energie ist aufgestiegen durch das 5-1 im Hinspiel. Wir sind aufgestiegen. Wir haben damit viel erreicht. Natürlich, wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich diese Karriere auch noch nochmal machen müssen. Beziehungsweise in dieser Folge nochmal machen müssen. Es war mir eine Ehre, das zu gewinnen. Ich bin Aufstiegstrainer und ab geht's jetzt nächste Woche oder übernächste Woche in FIFA mit Energie Cottbus, mit unseren Neuzugängen. Aber ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video, mit dieser kleinen Video-Idee. Und ja, dass ich so ein bisschen sozusagen auf Kommentator getan habe. Aber ich würde sagen, einfach haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut und ja, tschüss.